So, da sind wir auch schon bei der zweiten Aufgabe. Wir haben ja eben schon hier das nette Ding hier bekommen. Was irgendwie ganz seltsam aussieht. Ganz ohne Quatsch. Also das sieht echt ganz seltsam aus. Wir gehen direkt rein in die Aufgaben. Wie gesagt, die Bühne haben wir eben schon besucht. Jetzt hüpfen wir auf den verschiedenen Astro-Köpfen. Ich werde euch gleich eine kleine Map einblenden, wo ihr dann einfach seht, wo die ganzen Köpfe sind. Ist aber, denke ich mal, ziemlich simpel zu finden. In welchem Modus werden wir das Ganze machen? Richtig, Gruppenkeile. Gruppenkeile bietet sich einfach perfekt dafür an. Ich würde sagen, wir gehen auch direkt mal rein. Und ihr seht schon unten links, zwei Skins sind verlost. Wann verlose ich die? Ganz einfach, ich verlose diese Skins an meine Mitglieder. Einfach als kleines Dankeschön. Ich denke mal, das bin ich den Mitgliedern auch irgendwo schuldig, weil die supporten mich natürlich auch finanziell. Ist halt genauso wie oben Frontkin. Der letzte Donator wird im Livestream immer wieder, wird der Kanal ein bisschen gepusht. Frontkin zum Beispiel hat jetzt, glaube ich, seine 30 Abonnenten bereits voll, obwohl er noch gar kein Video online hat. Aber ihr wisst ja, ich supporte auch gerne wieder zurück. Also wer da mal eine Spende da lässt, bekommt von mir definitiv auch ein wenig Support. So, wegen den Skin-Verlosungen machen wir ganz einfach. Wenn ich eine Solo-Runde gewinne, bekommt halt irgendein Mitglied einen Skin von mir. Er muss allerdings im Stream dann dabei sein, damit er an der Verlosung dann auch teilnehmen kann. Also wenn du Bock hast, irgendwie bei Skins ein bisschen mitzumachen oder den ein oder anderen Skin abzustauben, einfach mal öfters im Livestream dabei sein und dann klappt das Ganze auch. So, die Flugroute ist hier wieder perfekt. Ich blende euch gerade schon das Bild ein, wo die Köpfe sind. Da seht ihr es. Also, einmal oben rechts einer, unten in der Mitte ist einer, dann zwei Stück neben Sweetie Sands und dann habt ihr das Ganze auch schon geschafft. Unsere Flugroute ist perfekt. Wir werden nämlich jetzt direkt dann runtergehen. Und wie gesagt, wem ich schon da helfen konnte, jetzt allein mit diesem Bild, gern mal ein Like da lassen. Wer noch kein Abonnent ist und Bock hat, bei Skin-Verlosungen teilzunehmen oder auch bei Skin-Contests inzwischen, machen wir sie dann doch. Die können sind natürlich auch gerne willkommen. Also erstmal gerne ein Abo da lassen, ein Like da lassen. Und für alle die, die immer meinen, sie gucken die Videos bis zum Ende, für euch habe ich wieder eine kleine Spezialaufgabe, was ihr in die Kommentare reinschreibt. Also wirklich dann bis zum Ende gucken. Und da sehen wir schon den ersten Kopf, da landen wir auch direkt. Zack, Nummer 1. Mehr müssen wir da nicht machen. Dann holen wir uns schon mal direkt mal ein bisschen Metz noch mit. Damit wir uns hier rüber bauen, dann müssen wir nämlich einmal ganz schnell, ich versuche es einfach in der Runde auf jeden Fall schon mal hinzukriegen. Jetzt haben wir natürlich keinen vor uns, der sich schon da hochbaut. Das wäre nämlich die beste Variante eigentlich. Aber ja, er wird vor uns da sein, das ist schon mal gut. Dann, zack, zack, gucken, wie hoch wir uns bauen können. Dann gehen wir nämlich einmal schnell im Kreis. Aha, danke, Ehrenmann. Und wie gesagt, ich denke mal, in einer Runde werden wir es hinkriegen. Ich hoffe halt, wir haben nicht das Pech und sterben in der Zone. Da haben wir den Kopf Nummer 2. Zack. So, dann gehen wir auch direkt mal rüber dazu Nummer 3. Aber wir holen uns noch schnell die XP-Münze mit. Und holen uns natürlich das Boot mit. Warum sollen wir es nicht nutzen, wenn sie hier rumstehen? So, dann gehen wir einmal darüber. Ich wette aber jetzt schon, irgendeiner wird uns das Boot klauen. So. Nummer 2 haben wir fertig. Und wie gesagt, alle, die immer bis zum Ende supporten. Oh nein, bitte kein Gegner. Ah, doch, die Gegner sind auch hier, das ist ganz schlecht. Ah, hat schon gezählt. Nice, wo ist mein Boot hin? Schnell, 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 schnell. Ich habe nämlich keine Waffe. So, jetzt fehlen uns nämlich nur noch zwei Köpfe. Die sind halt, wie gesagt, da hinten. Alle schon fleißig am Bauen. Ihr seht schon, ist easy zu schaffen in einer Runde. Was ich sagen wollte, alle, die immer sagen, sie supporten bis zum Ende, ihr kriegt noch eine Spezialaufgabe im Laufe des Videos, was ihr dann gerne in die Kommentare schreiben könnt. So, jetzt hoffe ich nur nicht, dass hier irgendein Bulli. Warte, reicht das? Ja. Es reicht nämlich auch, wenn wir einfach nur gegenlaufen.
So, jetzt fehlt uns noch eins. Das ist das da hinten. Aber ich hoffe, wir schaffen es. Solange wir nicht getötet werden, ist alles okay. Wir dürfen halt nur nicht sterben. So, aber es reicht doch, glaube ich, wenn wir einfach nur einmal gegenspringen. Ja, also gegenspringen reicht auch. Und schon haben wir die Aufgabe auch geschafft. Ein nettes Spray. Aber der Skin, wenn der rauskommt, ich glaube, der sieht nice aus. Aber müssen wir dann einfach mal gucken, wenn es soweit ist. Oh, Bob, der Baumeister und seine Freunde. Also ich glaube, den Skin werde ich mir dann holen. Ich ärgere mich halt auch schon, dass ich damals mir den Marshmallow nicht geholt habe. Schreibt mal halt in die Kommentare, ob ihr euch den Skin holt oder nicht. Aber das ist noch nicht die Aufgabe. Wartet noch mit dem Schreiben. So, jetzt müssen wir erstmal noch ein bisschen Loot hier auf Krampf zusammensuchen. Aber wir haben ja schon gesagt, in Gruppen keine Gegner sind gefühlt Mangelware. Ihr seht hier schon, wir haben jetzt im Gegnerteam nur noch 6 Stück. Aber das liegt natürlich auch daran, dass die Leute alle jetzt die Aufgaben machen. Und dadurch sind die natürlich direkt wieder draußen. Weil rein theoretisch, ich könnte jetzt auch wieder rausgehen, gucke mir die nächste Aufgabe an. Gehe zur Après-Ski-Hütte oder zur Yacht, tanze da gerade noch. Und dann ist die Aufgabe natürlich auch schon wieder erledigt. Also wer hier noch bis zum Ende jetzt gerade Gruppenkeile spielen will, der hat sich ein bisschen was vorgenommen. Weil mit Kills machen ist hier nicht viel. So, hier kann man jetzt einfach noch ein bisschen Loot sammeln. Er hat sich die Kiste schon gegönnt. Gerade mal gucken. Ah, wir können noch zur... Ne, nicht Nussknacker. Wie heißt der denn jetzt nochmal? Wie heißt der nochmal die Hütte? Mensch, ich komme jetzt drauf, wie die Hütte heißt. Hütte, Hütte, wie heißt hier nochmal? So, das ist jetzt eure Spezialaufgabe. Schreibt in die Kommentare, wie heißt diese Hütte? Die hat doch einen Namen. Ist das nicht die vom Nussknacker? Ne, Oberknackers Hütte. So heißt die Hütte. Schreibt einfach in die Kommentare, die Hütte heißt Oberknackers Hütte. Oder die Hücke, Hücke. Die Hütte des Oberknackers. So. Weil wir haben ja auch Schlitzohren. Die gehen nämlich dann nur ins Ende des Videos, gucken sich die letzten 30 Sekunden an. Und meinen nämlich dann, ah, ich habe das Video bis zum Ende gesehen. Ich merke das halt immer wieder daran, wenn die Leute mir erzählen, ja, ja, ich habe dein Video bis zum Ende geguckt. Ja, ja, natürlich Aim des Jahrtausends. Ich habe nichts mehr gesehen. Voll lauter Baum. Eieiei. Ich sage ja, ich guck nachher, wenn ich hier mit den Aufgaben fertig bin, dass ich wirklich von der PlayStation streame. Also gefühlt, die Gegner auf der PlayStation sind halt wirklich 10-mal leichter. Aha. Der Kill war mir dann doch sicher. Die Rache musste aber auch sein. Aber der, ich habe auch nicht gut geaimt, um Gottes Willen. Aber ich muss sagen, auf der PlayStation spielt es sich irgendwie gefühlt ein bisschen besser mit dem Controller. Ich ärgere mich auch da manchmal über mich selber, dass ich mit Maus und Tastatur nie in meinem Leben wirklich gespielt habe. Nie. Das Einzige, was ich gespielt habe, war, keine Ahnung, Sims, Age of Empires. Aber Minecraft habe ich noch mit der Maus und Tastatur gespielt, aber das war es dann auch schon wieder. Wo ist er denn? Hä? Hat der auf mich geschossen? Der Schlingel. Tut mir doch weh. So. Oh Gott, ihr seht es ja, nur noch 8 gegen 6. Also jetzt Gruppenkeile spielen macht gar keinen Spaß, weil einfach keine Gegner da sind. Also heute könnt ihr Gruppenkeile gefühlt in die Tonne kloppen. Na, hier hat einer ein bisschen seine Bauskills gezeigt. Coco wird jetzt sagen, Bauskills? Wo? Wo sind denn da Bauskills? So, haben wir hier noch irgendwo einen Gegner? Dann würde ich nämlich sagen, das war's schon wieder fast, aber einen will ich noch haben. Aber hier ist gefühlt gar keiner mehr. Hier kannst du dich hinstellen, einfach den hier machen. Ach, er ist wieder der Lustigste. Hahaha. Und, was ist es für ein Skin? Richtig, Midas-Skin. Midas-Skins sind inzwischen so lost in meinen Augen. Ganz komisch. Von der Spielweise her, so verhalten sich eklig und hast du nicht gesehen. Aber, wie gesagt, danke nochmal für euren ganzen Support.
Auch die, die jetzt das Video wieder bis zum Ende geguckt haben, denkt dran, die Hütte des Oberknackers. Und in dem Sinne würde ich sagen, haut rein.